Hey Moat, und du meinst echt, wir sollen nach durchziehen? Ich meine, ich habe ja nichts gegen hohe Höhen. Ach Mann, Danny, hab dich doch nicht so, Alter. Ey, das sind doch nur mal locker, wenn überhaupt, 100 Meter. Also eines ist aber definitiv klar. Wenn wir zwei abstürzen, Lenny, dann sind wir definitiv nicht mehr auf der Erde. Wir sind eigentlich auf die blöde Idee gekommen, den Werner mit ins Boot zu holen. Nichts gegen ihn. Aber der ist doch immer dicht, Mann. Können wir doch nicht verantworten. Wenn der in seinem Süppchen Abflug macht, Alter, das bezahlt keine Sau. Mensch, Lenny, du machst dir ja richtig Sorgen um Wernersen. Außerdem kann dem doch eigentlich gar nichts passieren. Der steht doch da oben herum. Das Einzige, worum ich mir Sorgen mache, ist, dass wir da kein Geld bekommen, wenn der hier runterfliegt. Und dass Werner schon unschuldige Passanten mitreißt. Besser gesagt, nicht, dass der Werner noch auf einen draufknallt. Ach so, von der Seite weht der Wind. Ist ja heftig. Aber du hast schon recht, ey, mein Bester. Auch wenn er da oben steht, sollten wir den doppelt sichern. Ach man, Werner, Stress nicht. Wir gehen ja gleich alle raus. Ich bind nur mal das Hauptseil eben fest. Und dann kann es losgehen. Aber Mamo hat was anderes. Können die uns von der Tagelöhner-Jobbörse nicht mal ordentliche Jobs geben? Wieso das denn? Ich meine, hey, der Job mit dem Goldfisch-Sitting, der war doch toll. Und ich fand's das auch mit dem Kugelschreiber zusammenschrauben echt genial. Ich meine, wo bekommst du sonst Geld für so einen Schwachsinn? Mag sein, aber wir sollten 6000 Schreiber zusammenbasteln innerhalb von 2 Tagen. Und du, ganz ehrlich, ich find's nicht geil, wenn die 2 Goldfische, die wir zu bewachen hatten im WC, und wir abwechselnd unsere Hand am Zwischenstück zwischen WC und Rohr halten müssen. Das lief doch alles ganz gut. Okay, ich meine, so schlimm war es echt nicht. Nur der Fisch, der hat immer an meiner Hand geknabbert. Und außerdem waren es 3 Fische, Lenny. Das kannst du so vergessen, Alter. Das Würstchen, hey, ich hatte Bremsspuren an der Hand. Da waren nur 2 Fische und eine Wurst. Und wenn ich die kleine Lisa erwische von Günthers Schwester, die Fische ins WC geknallt hat, dann sag ich dir, ich hab noch was auf Lager. Ey, krass. Du bist ja ganz schön heftig sauer. Aber insgesamt hat es uns doch 400 Euro gebracht, die Aktion. Gut, gut. Nun genug gejammert. Wir wollen das hier so schnell wie möglich hinter uns bringen. Denk dran, wir essen zeitig. Und außerdem habe ich mir gedacht, nach unserem Super-Einsatz gehen wir noch in die Schenke. Da sind wir dabei, wa, Wernerchen? Klasse Einstellung, Werner. So mag ich dich. So bleibst du, da wird das auch was mit dem Müsli. Also, Alter, ich teste nochmal hier die netten Sachen, die Funkgeräte. 1, 2, 3, check, geht. Ich höre dich, Moat, ich höre dich. Achtung, Achtung, Test, ich höre dich. Okay, ich höre, Werner auch und ich bin bereit. Ich sage mich mal ab, wir sehen uns gleich an dem Außenschreiben des Fernsehturms. Und ab dafür. Achtung, Moat, ich komme. Mensch, Moat. Das ist ganz schön windig hier draußen. Das hätte ich ja nicht gedacht. Stimmt, aber ist doch eine klasse Aussicht. Ey, schau mal, da hinten links, da ist der Marktschenke. Und gucke, da vorne, geil, meine Bude. Echt heftig. Berlin von oben. Du, Lenny, wir müssen uns echt mal einen Rundflug über Berlin buchen. Ich schau nirgendwo hin, Alter. Ich hab Höhenangst. Und ich frag mich ehrlich, warum müssen wir uns hier abseilen? Ich bin sicher, die anderen Firmen machen das voll anders. Alter, ey, das dachte ich jetzt aber absolut nicht von dir. Boah, da du die Höhen nicht verträgst. Aber das erklärt natürlich einiges. Darum schwankst du nämlich auch immer so rum, wenn du oben auf den Bürgersteig gehst und icke auf der Straße laufe. Ach Quatsch, Alter. Da war ich derbe betrunken. Schau mal darüber zu Werner, dem geht's gut. Und er macht schon fleißig die Fenster sauber. Das sollten wir auch machen, sonst werden wir vor der Mittagspause nicht fertig. Wie, was, Werner? Stimmt. Nee, das ist nicht wahr. Der hat sich auch abgeseilt. Sonst würde der doch nicht da vorne hängen, mein Bester. Großes Kino, Alter, Werner. Du solltest doch drinnen bleiben. Mann, der alte Säufer. Sei dem doch dankbar, Moat. Das sind wir zu dritt. Da werden wir schneller fertig. Und außerdem schaust du dir doch seit 10 Minuten Berlin von oben an. Du hast die Sache absolut gut analysiert, mein Bester. Hehe, fang nicht schon wieder mit Anal an, Alter. Nur wegen der Sache damals mit Li Wangchu. Lass das einfach ruhen. Ich will absolut nichts mehr von dem Analzeug hören. Mann, Mann, was war ich froh, dass wir damals dicht waren. Oh Mann, Lenny. Analyse ist ein Vorgang, bei dem man was untersucht und am Ende eben weiß, was passiert ist oder ein Ergebnis hat. Also das hat absolut nichts mit Anal zu tun. Eben, Moat. Also, lass es einfach sein, red nicht mehr darüber. Aber mal was anderes. Was ist denn jetzt daran so schlimm, dass der Werner hier draußen ist, Moat? Ganz einfach. Der sollte uns eigentlich wieder reinziehen mit dem Flaschenzugprinzip. Aber ohne, dass den Flaschenzug jemand bedient, kommen wir natürlich jetzt nicht mehr rein, ey. Macht's Klick, Lenny? Tolles Kino. Das bedeutet, wir beide hängen nun also hier rum, nur weil Werner sich da drüben abgeseilt hat. Klasse. Und das alles für 150 Euro. Ganz genau, Lenny. Ganz genau. Nun wissen wir hoffen, dass entweder irgend so ein Depp kommt oder blöde Ingo uns dann auch reinzieht, wenn er nachher gegen 16 Uhr wieder herkommt. Na, dann lass uns erstmal putzen. Komm. Sonst hängen wir morgen noch hier rum. Da bekommt der Begriff rumhängen eine völlig neue Bedeutung. 2 Stunden später. Check, check. Moat. Kannst du mich hören? Ja, Lenny. Was denn los? Ich glaube, die Russen sind da. Was, die Russen? Ja, Moat, die Russen sind im Keller. Ach du, mit deiner blöden Werner-Verarsche. Ich dachte schon, es ist was Wichtiges. Du bist schon fertig? Werner, krass, echt klasse. Und ey, hab ich richtig verstanden? Du machst
Nun Frühstück, wie soll denn das gehen? Ist doch gar keiner da, der dich reinziehen könnte. Mensch, Mensch, der Werner ist schon ein Fuchs, ne? Der hat sich von seiner Armeezeit so ein Überlebensessen mitgenommen in Tüten. Aber lass mich mal rechnen. 1942, 2011, hey, das Zeug ist 72 Jahre alt, ob das noch gut ist. Hast schon recht, aber ey, ich würde dem Verfallsdatum nicht glauben. Und Werner fuchtelt nicht so mit dem Messer rum, ey. Das ist noch sauscharf. Ach du Scheiße, Mensch, Mord, ist der Werner blöd. Schneidet er sich selber beim Öffnen seiner Kriegsration das Seil durch. Das überlebt er niemals. Geil, ey, Werner hat einen Fallschirm dabei. Und ich dachte schon, ich sehe den gleich unten aufklatschen. Mann, echt krass. Der macht immer so Mist. Da schau, da kommt er an, mit beiden Beinen auf dem Boden. Naja, besser gesagt auf die Straße. Du Mord, ist heute nicht Berlin-Rundfahrt? Ah ja, ey, guck mal, da hinten kommen sie angedüst. Lol, der Werner ist echt bescheuert, der guckt nur hier hoch und winkt uns zu und schnallt nicht, dass da hinten die Reiter kommen. Werner, mach dich da weg, Werner! Und zack, oh, das sieht gar nicht gut aus. 5 Räder direkt auf Werner, oh, das tut weh. Weiß ich will's auch nicht testen. Ich auch nicht, aber mal was anderes. Wie kommen wir jetzt wieder rein? Die Zeit wird's richten und irgendwann wird entweder jemand kommen oder Ingo wird schon kommen und uns reinziehen. Und solange, Lenny, würde ich behaupten, lass uns einen Jägermeister trinken. Du bist ein Kumpel. Hast dir was zu schlürfen mitgenommen und Icke? Schau mal in deiner Gürteltasche. Ich hab dir da was reingepackt. Geil, 03er Jägermeister. Da fällt mir nur was ein. Ein Freund, ein guter Freund. Wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ganz genau.